Ja, wer hätte gedacht, dass mal aus Tasmanien eine Halbflasche kommt? Ich habe hier den Notboard 1999 aus dem Oloroso Cask. Und was das Ding kann und ob der Hype gerechtfertigt ist, das finden wir gleich am Intro raus. Los geht's, Kinners. Willkommen bei Friendly Mr. Z. Ich bin heute wieder in Tasmanien unterwegs. Ich glaube, das erste Mal in Tasmanien, also nicht wieder. Und hab für euch ein Nobwood 1999. Das ist ein Whisky aus der Brennerei Sullivan's Cove. Und von denen habe ich auch eine Flasche hier übrigens. Den habe ich aber noch nicht aufgemacht. Den brauchte ich für irgendein Tasting mal. Also könnt ihr euch noch drauf freuen. Wird es irgendwann mal geben. Und ja, das Ding, also ich bin auf das Ding aufmerksam geworden durch diverse andere Whisky-YouTuber und durch einen Hype, der durch die Community ging. Mal gucken, was hier für so ein Zettelchen dran ist. Ist noch mal irgendwas. Hier steht bestimmt irgendwas drauf zu dem ganzen Gedöne, ne? Oh, ne. Okay. Nicht so wichtig. Gut, auf jeden Fall ging das Ding überall durch die Gruppen. Alle waren heiß drauf und ich finde hier keinen Dings zum Aufmachen. Ah, hier ist was, aber ist das dafür? Boah, ich habe auch immer Glück damit, ne? Ich habe immer Glück damit. Kann das nicht einmal aufgehen, ohne dass ich irgendwie ein Problem habe? So, vielleicht jetzt. Ja, ich konnte was abreißen. So, auf jeden Fall, alle, die den bei YouTube bis jetzt verkostet haben oder in irgendwelchen Gruppen, haben das Ding abgefeiert bis zum geht nicht mehr. Und geben tutet die Flasche aber schon sehr lange. Also rausgekommen ist die, glaube ich, im boah, Dezember. Doch, ich glaube Dezember 22, vor Weihnachten auf jeden Fall, kam die raus. Und gibt auch nur 500 Flaschen, das ist Single Cask. Und es gab zwei Abfüllungen. Also einmal eine Abfüllung mit dem Finish aus dem Oloroso-Fass. Und einmal eine Abfüllung mit dem Finish aus dem PX-Fass. Und man wusste halt nicht genau, also man weiß nicht genau, wie lang das Finish war, ne? Preislich sind wir hier bei zwischen also 125 und 150 Euro. Ich habe 150 bezahlt, weil die Buddel gab es einfach nicht mehr. Ich habe einfach nur noch irgendeinen Shop gesucht, der die hatte. Und ich will ja eigentlich ab einer bestimmten Preisrange bezahle ich dann einfach nicht mehr. 150 Euro war für mich noch okay, wenn die Buddel vorher 125 gekostet hat. Klar, da wollen sich auch ein paar Händler noch die Taschen voll machen. Kann ich dann auch verstehen. Also so sieht das Teil aus. Und da wird mit geworben, dass es ein antikes Oloroso-Fass ist. Also ein original altes mit Oloroso befülltes Fass. Also nicht so ein Season-Ding wie die meisten anderen, sondern die haben ja wirklich ein klassisches altes Oloroso-Fass genommen. Ja, spannend ist, das Ding kommt halt aus Tasmanien und wurde dann nach Spanien gebracht. Und in Spanien wurde das abgefüllt in, wie hieß der Laden? Das stand hier hinten drauf. Bei der Bodega Rey Fernando de Castilla. Super spannende Geschichte, ne? Aber gut, ich bin gespannt, was das Ding hier so im Glas kann. Ich würde sagen, da ich ja schon gehört habe, dass der ein paar Minuten vertragen kann, ich stelle mir das Glas nochmal hier so 10 Minuten hin und dann fangen wir dann danach an, ne? Also bis gleich, Kinners. So, Kinners, da sind wir wieder. Ich habe ein bisschen Zeit ins Land streichen lassen und habe mir gedacht, jetzt gucken wir mal, was das Teil so kann. Also wie gesagt, ich finde, die Buddel sieht cool aus. Ich finde das Design cool. Das ist halt nicht so eine typische, also ich sag mal so, für typische Marketing-Opfer ist das eigentlich nicht gedacht, aber guck mal, der Karton, das ist auch schon so was Schönes und der Karton ist so ein bisschen wie so ein Baumstamm. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera gut sehen kann. Guck mal, ich halte das mal ein bisschen so da dran. Da seht ihr das, das ist so ein bisschen geriffelt. Das ist erhaben, das kann man anfassen. Das finde ich sehr cool. Gut, 48,2% ist, ich weiß nicht, ob es Fassstärke ist. Ich glaube, es steht nirgendwo mit drauf. Deswegen gehe ich mal von aus, könnte eingestellt sein auf 48,2, weil der andere hat auch 48,2. Deswegen wird es vermutlich keine Fassstärke sein. Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das Ding was kann. Soll 22 Jahre alt sein. Also die haben den wohl abgefüllt, kurz bevor der 23 Jahre alt war. Deswegen schauen wir mal, was wir so im Glas haben. Also los geht's, Genas. Ich muss sagen, dafür, dass der über 20 Jahre alt ist, finde ich,
riecht man das erstmal nicht aus dem Glas. Aus dem Glas hätte ich den jetzt so auf 10, 12 geschätzt. Vor allen Dingen, der Alkohol schiebt auch ordentlich, ne? Also der hat eine krasse, frische Note in der Nase. Sehr viel Menthol, sehr frisch. Relativ viel Holz habe ich in der Nase. Irgendeine undefinierbare Süße gerade. Und unglaublich viel grüne Haselnüsse. Ne? Also kennst du so das, wenn die Haselnüsse am Strauch hängen und so kurz bevor die fertig sind. Ne, die haben noch so, dann haben die auch dieses grüne Mäntelchen, in dem die drin hängen. Ne? Und wenn du daran mal so riechst, ich finde, das ist so dieser Geruch. Also ich finde, der Whisky ist super nussig plus diese undefinierbare Süße. Ich kann die echt nicht zuordnen gerade. Ne? Relativ viel Holz. Ich finde, dein Holz kommt sehr intensiv durch. Ich muss mal eben hier ein bisschen auf den Handrücken packen. Ich hätte einen leichten Rauchmoment gehabt. Aber um Handrücken nochmal geguckt, ist nicht. Also ich find es sehr schwer, aus dem Whisky richtig was rauszukriegen. Also der hat schon, also es ist nicht die Sherry-Bombe, die ich erwartet habe. Er ist eher zurückhaltender, finde ich. Er ist sehr frisch in der Nase, er wirkt wesentlich jünger, als er sein soll. Er hat richtig viel Holz und ich weiß nicht, also entweder ist das, könnte auch Zündplättchen sein. Aber es ist schon, der ist schon sehr intensiv in der Nase, also sehr frisch, nicht von, also von den, die Aromen finde ich sind sehr zurückhaltend, aber er ist sehr frisch vom Alkohol her, ne? Also ich würde fast sagen, leichter Zündplättchen-Moment. Also ganz ehrlich, von der Nase her holt er mich jetzt nicht ab. Das ist jetzt nicht das, was ich mir erhofft habe. Naja, wir probieren einfach mal. Also auf euch, Kinders. Prost. Okay. Der hat leider ein leicht fauler Eierschwefel-Moment. Das geht aber noch. Und das ist nicht so schlimm wie damals bei Tilos, hier bei dem 15 Jahre alten Diablito Sulfuroso. Der Geschmack ging ja über Stunden nicht mehr von meiner Zunge runter. Das war richtig Zündplättchen und faule Eier in Kombi. Das war richtig schlimm. Aber hier kommt erst schön eine fruchtige Sherry-Note durch. Dann kommt diese Schwefelnote einfach, die so ein bisschen den Spaß trübt. Die geht dann aber relativ fix wieder weg. Die bleibt nicht. Das ist echt gut, finde ich. Könnte natürlich dann auch sein, dass es eher was anderes ist, vom Destillat oder so kommt. Aber ich finde ihn relativ dünn eigentlich. Ne? Also das ist jetzt nicht so das High-End-Ding, was ich mir darunter versprochen habe. Ne? Ja, gut, also wenn du jetzt dran riechst, riechst du den Schwefel auch. Ich probiere nochmal einen Schluck. Ich finde den sehr schwierig. Sorry, echt. Ich habe echt gedacht, das ist ein richtiges Sherry-Brett oder so. Ja, bin ich gerade ein bisschen enttäuscht. Vor allen Dingen,
du kommst auch gar nicht auf diesen Trichter, dass der 22 Jahre alt sein soll. Ich finde, der schmeckt nicht nach einem 22 Jahre alten Whisky. Und der macht, weiß ich nicht, so... Der, durch diesen Schwefelmoment, das wirkt, es ist wirklich dieser faule Eier-Schwefelmoment, der... Ich bin wirklich froh, dass der nicht langfristig bleibt, sondern das ist wirklich Sherry, fruchtig, leichte Süße, bisschen Beeren, dann kommt diese leichte faule Eier-Schwefelnote, die trübt dann den Spaß wieder, dann geht's weg, dann kriegst du noch ein bisschen Holz und dann ist das Ding weg. Also der hat keinen langen Abgang, der bleibt nicht lang im Mund, eher schwieriger, würde ich sagen. Also für mich nicht zu Recht gehypt, ganz ehrlich. Aber vielleicht habe ich auch die falsche Flasche erwischt. Viele haben ja auf den PX geschworen, den habe ich leider nicht bekommen. Ich habe nur den Oloroso bekommen, aber wenn der, ich weiß es nicht, ob der, wenn der PX so ähnlich ist, dann habe ich da vielleicht keine Lust drauf. Aber jetzt der Oloroso hier, ey, sorry, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Da, aber so ist das halt, ne? Wenn du halt dich hypen lässt und wenn die, aber ja, ist auch immer anders, ne? Jeder hat ja auch seinen eigenen Geschmack und so, aber es ist halt so, wenn du halt von so vielen Leuten hörst, richtig geil, schmeckt mir super gut und dann, ich vergesse halt sehr oft, dass halt in Deutschland super viele Leute genau diesen Schwefelmoment richtig geil finden, ne? Und wir wissen es ja auch, dass ganz oft so ist, aha, da ist Schwefel drin, da muss er nach Deutschland gehen, weil die Deutschen mögen gern Schwefel im Whisky. Ich mag das auch, aber eher in die Zündplättchenrichtung und ich mag es auch eher, wenn es halt gut zum Destillat oder zum Whisky passt. Ne? Aber wenn es halt nur Schwefel ist oder eklig wird, dann mag ich das halt auch nicht. Ne? Ich finde, hier geht's noch, aber klar, dieser faule Eier-Moment, der trübt echt den Spaß und die Stimmung und ich finde, das ist dann, ist dann vielleicht nicht mein Whisky. Also, ich bin hier bei dem... Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, tut mir leid, Leute. 2 bis 3 Daumen hoch. Also, der Whisky bietet nicht das an, was ich erwartet habe oder das, was ich vielleicht erhofft habe oder das, was die Hypes bei dem Whisky bei mir ausgelöst haben. Ne? Weil ich wollte unbedingt diese Flasche haben. Ich habe gesagt, boah, krass, wenn so viele Leute ihn so abfeiern, dann muss das ein richtig geiles Teil sein. Aber dann ist natürlich meine erste Entscheidung, als ich den im Dezember gesehen habe, dass der rauskommt und gesagt habe, okay, mache ich doch nicht, habe ich doch kein Interesse dran, vielleicht doch die richtige gewesen in dem Moment. Ne? Naja. Jetzt ist es vorbei, jetzt ist die Pulle auf, jetzt haben wir ihn probiert und naja, jeder kann sein eigenes Bild machen, ich weiß, dass viele den mögen, aber wie gesagt, schreibt mir gerne euer Feedback in die Kommentare, würde mich sehr darüber freuen, lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal und wenn ihr Bock habt, da mal eine Teilung oder Tastings teilzunehmen, direkt hier unten drunter findet ihr die Links dazu und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, bis dahin, euer Friendly Mr. Z.